Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Andi. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir gewonnen haben und ich hoffe, dass die ganze Scheiße jetzt vorbei ist, auch wegen dem Böllerwurf in Münster. Hoffentlich kriegen wir keine drei Punkte abgezogen. Hoffentlich haben wir ein Wiederholungsspiel. Wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall ist es ein Meilenstein, weil ausgerechnet immer gegen diese komischen Vereine, das ist ja sowieso der größte komische Verein auf diesem Planeten, den es gibt, tun wir uns immer schwer und ja, was soll man sonst sagen? Drei Punkte. Hauptsache drei Punkte. Jedes Spiel muss eigentlich drei Punkte sein. Auch die ganzen Nachholspiele in Aalen, da werden wir uns auch relativ schwer tun, denke ich. Ich hoffe es zwar nicht, aber das Problem ist wirklich diese kleinen Vereine, diese kleinen Mannschaften können das Zünglein an der Waage sein. Wie hast du die Stimmung heute im Stadion wahrgenommen, nach dem Spiel gegen Münster jetzt auch? Die Stimmung, gut, wir haben knapp 1500 Karten bekommen, oder 1400 waren es. Das kannst du nicht vergleichen mit vor knapp 15 Jahren, glaube ich, war es, wo 16.000 hier im Stadion waren. Das ganze Problem ist ganz einfach, der Verband will uns auf gut Deutsch gesagt ficken. Fußballfans sind grundsätzlich Verbrecher. Das ist meine Meinung und ja, was demnächst kommt, wir werden sehen. Ne? Stimmung, wie willst du in einem Stadion, wo einer Turnhalle, wo 60.000 reingehen, mit 1.400 Leuten Stimmung machen? Das geht nicht. Das ist meine Meinung. Also ein bisschen untergegangen? Ja, das ist meine Meinung. Zu den Spielern, Eisfeld heute stark gespielt. Möchtest du irgendeinen Spieler herausnehmen, der sehr gute Leistung heute geliefert hat? Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Ich kann keinen einzigen Spieler raus. Ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Also Teamleistung hat gestimmt? Ja, das ist meine Meinung. Perfekt, dann bedanke ich mich bei dir, Andi. Dann.